Und so begrüßen die Berliner in diesem Augenblick den Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Erich Honecker. Ungarn hat heute damit begonnen, die seit 40 Jahren bestehenden Grenzbefestigungen zu Österreich abzubauen. Auf mehreren Kilometern wurden elektrische Signalanlagen demontiert und Stacheldraht niedergerissen. As soon as we started the work on the border, barbed wire, Honecker smelt and felt the danger. Hat denn jemand von euch schon die Nachrichten gesehen? Ungarn? Kann mir jemand sagen, was die vorhaben, unsere Genossen in Ungarn? Honecker assessed the decisions and actions as clear signs of undermining their power base. Honecker probably assessed his situation correctly. Heinz, weißt du was? Nein. Also Erich, etwas von der HVA? Tut mir leid, Erich. Ich hab nichts. Und die Abteilung 10, melden die was? Auch nichts. Na, das ist ja sehr beruhigend. Heinz, ruf doch mal deinen Kollegen in Budapest an und frag ihn, was das alles bedeuten soll. Mach ich gleich nachher. Nein, Genosse Kessler. Sofort, unverzüglich. My Minister for Defense told them that we have been working on a more modern system of the border controls. It was to some extent a lie. Ich würde sagen, die Ungarn sind unglücklicherweise nicht mehr aufzuhalten. Heinz ist zurück. Und, ja, also Heinz, wir sind gespannt, was du in Erfahrung gebracht hast. Ja, also, ich würde sagen, wir sollten uns nicht so viele Sorgen machen. Die Ungarn sagen, sie würden die weitere Sicherung der Grenze gewährleisten, unbedingt. Was soll das jetzt bedeuten? Es soll genau bedeuten, dass weiterhin patrouilliert wird. Und noch dazu, der Streifendienst wird auch verstärkt. Na gut, Genosse Kessler. Dann frage ich mich aber, warum Sie die ganze Westpresse zusammentrommeln. Interessant, oder? Also die ungarischen Genossen berichten uns, dass sie damit lediglich nur ihren Beitrag zur europäischen Entspannung leisten wollen an der Grenze. Diese Maßnahme ist, wie soll ich sagen, eine rein grenzkosmetische. Ja, das wollen wir hoffen.